Schönen guten Tag, Couchos, zum nächsten Fußballfreitag. Und ursprünglich hatte ich ein anderes Thema für heute mir gedacht, aber aus aktuellem Anlass möchte ich heute einfach mal über Trainerentlassungen sprechen. Die dahinter mir, die da, sind zum Glück nicht entlassen worden, aber ich wusste nicht so richtig, was ich als Hintergrundbild nehmen soll. Deswegen dachte ich mir einfach, nehme ich mal das Trainerteam von Frankfurt im Hintergrund. Aber ein ganz anderer wurde entlassen, und zwar Carlo Ancelotti, der Trainer von Bayern München, wurde heute, also beziehungsweise zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gestern, von Bayern entlassen. Mit dazu sein gesamtes italienisches Trainerteam. Deswegen habe ich jetzt auch einfach mal das gesamte Trainerteam hier im Rücken so gesehen. Und interimsweise übernimmt das jetzt Willi Sagnol, ein ehemaliger Bayern-Spieler. Ich bin sehr gespannt, wer es wird. Aber ich will jetzt gar nicht nur auf Carlo Ancelotti eingehen, wobei wir auch das ein bisschen aus aktuellem Anlass auf jeden Fall machen werden. Aber ich möchte generell mal so ein bisschen auf den, auf die, ja, auf die Tatsache eingehen, was Trainerentlassungen denn so bewirken und zu was sie führen. Und ja, wie gesagt, deswegen jetzt einfach ein bisschen über Trainerentlassung. Trainerentlassung ja häufig das Erste, was durchgeführt wird bei einem Verein, wenn es nicht mehr läuft. Das heißt, wenn irgendwie eine Niederlagenserie anstand, wenn Ziele scheinbar nicht mehr erreicht werden können, all das sind meistens Gründe, als erstes mal den Trainer zu entlassen. Es ist nicht bei jedem Verein so, also es gibt auch Vereine, bei denen das nicht vorkommt. Frankfurt zum Beispiel ist lange ohne Trainerentlassung ausgekommen. Wenn ich da nur dran denke, wir hatten 5 Jahre lang Funkel. Dann hatten wir unser Trainerimitat, über das ich gar nicht groß reden möchte. Das ist auch einer die entlassen worden sind. Dann hatten wir zwischendurch nochmal Skibbe. Nee, nicht Skibbe. Daum, der versucht hatte, dann zu retten. Dann hatten wir Fee. Dann hatten wir Schaf, der im Einvernehmen gegangen ist. Dann hatten wir nochmal Fee, der wieder entlassen worden ist. Ja, und jetzt haben wir Kovac. Das aber eigentlich auch schon alles zur Eintracht. Nur mal so kurz, weil ich meine, ich will als Eintracht-Fan, ja, beziehe ich mich halt immer schon so ein bisschen auf die Eintracht, aber das kennt ihr ja mittlerweile. Auf jeden Fall, ja, Trainerentlassung, was bringen sie? Wir haben Vereine, bei denen das mit Sicherheit ganz gut geklappt hat. Bei denen das durchaus langfristig für Erfolg gesorgt hat. Wenn ich da, wer fällt mir als erstes ein? Wobei langfristig, jetzt müssten wir theoretisch langfristig definieren. Es gibt ja einmal so wirklich diesen Effekt, den eine Trainerentlassung hat, dass einfach von im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen das auf einmal Erfolg da. So, ja, es geht ein Ruck durch das ganze Team, es geht ein Ruck durch den Verein und so die ersten zwei, drei, vielleicht sogar 4 Spiele werden erfolgreich gestaltet. Davon will ich jetzt nicht von Siegen reden, aber zumindest irgendwo erfolgreicher. Es gibt dann den Fall so, ja, es geht einfach so weiter wie davor. Und es gibt halt auch wirklich Trainerentlassungen, wo man sagen kann, okay, ja, das war erfolgreich. Und da kann ich jetzt einfach tatsächlich, wo ich gerade, ich muss ja eigentlich gar nicht groß überlegen, da kann ich mich ja eigentlich auch auf das Frankfurter Trainerteam beziehen. Die Saison unter Fee, die zweite, also das zweite Mal Fee als Trainer, lief ja ziemlich bescheiden. Und eigentlich waren die meisten im Frankfurter Fanlager schon so, ja, okay, das wird vermutlich nichts mehr diese Saison. Und dann kam Kovac, hat uns in die Relegation gerettet, hat eine gute erste, also eine gute Hinrunde gespielt. Die Rückrunde war nicht so besonders. Und jetzt ist es so, naja, wir haben erst 4 Spieltage. Nee, wir haben schon 6 Spieltage. Wir haben schon 6 Spieltage. Jetzt haben wir 6 Spieltage um und es ist so ein bisschen dazwischen. Es ist nicht, ja, es ist noch nicht so richtig. Man kann es noch nicht beurteilen, sage ich einfach mal. Auf jeden Fall Frankfurt eine gute. Ein gutes Beispiel für die Sache, dass eine Trainerentlassung fruchten kann. Eine Sache, wo Trainerentlassungen meistens nichts gebracht haben, ist Hamburg. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Trainer die innerhalb von wenigen Saisons hatten. Gisdol ist jetzt auch ein bisschen länger schon da. Ob erfolgreich oder nicht, das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Aber sie haben auf jeden Fall auf der Trainerposition so ein bisschen Ruhe reinbekommen, was ich prinzipiell gut finde. Aber trotzdem Hamburg so.
ja, ein Beispiel dafür, dass Trainerentlassungen auch einfach mal komplett verpuffen können. Und ja, da ist dann häufig, sind so die ersten Spiele gewonnen worden und dann ist es halt danach irgendwann direkt wieder abgeflacht. Aber warum werden Trainer eigentlich entlassen? Naja, prinzipiell ist es das Einfachste. Ich kann während der Saison, kann ich ja nichts mehr am Spielerkader machen. Ja, ich kann im Zweifelsfall noch irgendwelche vereinslosen Spieler mit ins Boot holen, kann sie einstellen. Aber das ist ja eigentlich auch schon alles, was ich machen kann. Ich kann im Zweifelsfall irgendwelche Spieler verbannen und hoffen, beziehungsweise wenn ich sehe, dass sich, naja, irgendwie im Mannschaftsgefüge, dass da was nicht stimmt, kann ich prinzipiell dafür sorgen, dass irgendwelche Spieler wie damals in Hoffenheim in die Trainingsgruppe 2 abgeschoben werden, was übrigens eine absolut beschissene Idee ist, meiner Meinung nach, das so zu lösen. Oder aber man kann im Zweifelsfall eben Verträge auflösen, was ich dann doch irgendwo, ja, schöner finde von der Lösung her, weil das damals mit der Trainingsgruppe 2 war doch sehr unschön und nicht umsonst sind eine Zeit lang, ja, wenig Spieler nach Hoffenheim gegangen, beziehungsweise es wurde ihnen abgeraten, nach Hoffenheim zu gehen, weil, naja, das war dann so dieses, ich versuche es oder wir versuchen die Spieler so zu zeigen, hier sucht euch noch einen neuen Verein, aber euer Gehalt werden wir euch so nicht weiter, also wollen wir euch eigentlich nicht weiterzahlen, dementsprechend zahlen wir euch auch keine Abfindung. Aber das ist so der Punkt, das ist halt die Sache, wo man als Verein überhaupt was machen kann. Wenn ich jetzt einen Sportvorstand entlasse in der Saison, hat das keinerlei Einfluss auf irgendwie sportlichen Erfolg. Genauso, wenn jetzt irgendwie ein Bobic oder ein Hübner rausgeschmissen werden, haben die keinerlei irgendwie Einfluss auf das Spielgeschehen. Der Trainer hat ja zumindest noch so ein bisschen Einfluss, klar. Also was heißt ein bisschen? Der hat einen größeren Einfluss. Auf der einen Seite die taktische Einstellung des Teams, auf der anderen Seite natürlich aber auch die ganze Trainingssteuerung, die ganze Analyse, die ganze Spielvorbereitung ist ja was, was vom Trainer abhängt. Nur muss ich ja eben auch bedenken, also bei einer Trainerentlassung muss der Verein bedenken, liegt es denn wirklich daran, wie der Trainer zum einen die Spieler einstellt, die Spieler trainiert, die Spieler vorbereitet? Oder muss man sich als Verein einfach eingestehen, ja, okay, wir haben einfach einen scheiß Kader zusammengestellt. Auch da muss man natürlich wieder bedenken, wer hat den Kader zusammengestellt? Wurde auf die gesamten Wünsche des Trainers Rücksicht genommen? Also hat so gesehen der Trainer gesagt, ich will den Spieler, den Spieler, den Spieler und den Spieler haben und die wurden eingestellt? Oder wurde der Trainer mehr oder weniger übergangen und es wurde einfach, ja, so der Sportdirektor macht einfach und was der Trainer dem Sportdirektor sagt, ja, hier, mir doch egal. Kommt durchaus auch vor. Oder ist es vielleicht sogar ein Geldgeber, wie in Hamburg mit dem Kühne, der dann sagt, hier, aber für den Spieler gebe ich euch jetzt das Geld, aber wenn ihr den nicht wollt, einen anderen bezahle ich euch nicht. Das ist natürlich auch nochmal was. Das ist immer schwierig. Und deswegen sehe ich Trainerentlassung generell kritisch. Weil ich einfach. Also ich bin der Meinung, dass ein Trainer nur relativ wenig Einfluss hat, sobald die Saison losgegangen ist. Es gibt natürlich Extremfälle, wenn eine Mannschaft nicht fit ist. Dann liegt das zu einem großen Teil, kann das nur an dem Trainer liegen. Dann hat der Trainer einfach scheiße trainieren lassen. Also ist dann ja nicht nur also der Cheftrainer. Ich habe gerade den tatsächlich gesucht und dann stand hier so schön Cheftrainer. Deswegen, sondern das ist dann viel, hängt dann viel mit den Athletiktrainern zusammen. Früher hießen sie noch Fitnesstrainer. Ich weiß tatsächlich, sehe ich gerade, dass die jetzt mittlerweile Athletiktrainer heißen. Und ja, aber das ist was ein Trainer beeinflussen kann. Natürlich gibt es auch ganz klar irgendwelche taktischen Auslegungen, wie es ja jetzt ja auch, wir haben ja mit den Leuten, mit denen ich im Discord bin und mit denen ich früher mehr gemacht habe, heute aktuell nicht mehr ganz so viel, aber haben wir einen dabei, der ist großer Bayern-Fan, der meint schon so, ja, warte, ich kann es ja einfach mal kurz, ich werde es euch nicht zeigen, aber schlechter vom Spielstil her kann es eigentlich nicht werden, hat er vorhin im Discord geschrieben. Wie gesagt, der ist Bayern-Fan. Und da ist natürlich dann auch immer so die Sache, passt tatsächlich das, was der Trainer macht, wirklich nicht zu dem Spieler? Ich will eigentlich, jetzt habe ich schon angefangen, Material. Ich hasse es, wenn man irgendwie Personen als irgendeine Sache ausdrückt. Deswegen wollte ich das noch abbrechen, aber ich habe es angefangen. Also als Spielermaterial.
Und das ist häufig meiner Meinung nach nicht der Fall. Häufig ist das so, ja, ist der Vorstand so, ja, es läuft nicht. Was machen wir? Wir entlassen den Trainer. Das ist häufig so einfach so eine Kurzschlussreaktion. Und deswegen bin ich generell eigentlich gegen Trainerentlassung, außer eben, wenn es wirklich, wenn man merkt, es passt einfach wirklich nicht. Aber dieses reine, ich entlasse einen Trainer, um einfach einen Impuls zu setzen und zu hoffen, dass durch die Mannschaft ein Ruck geht, das finde ich einfach, das finde ich, macht man sich dann einfach zu einfach. Und da finde ich einfach, gibt es einfach so schöne Beispiele, wo es einfach lange geklappt, wo es einfach lange klappt, wo man auch merkt, okay, die haben das jetzt durchgezogen und es klappte danach wieder. Wenn ich mir überlege, mit einem Streich in Freiburg läuft das mit Sicherheit nicht immer rund. Sind sie mit ihm abgestiegen? Das weiß ich tatsächlich. Ich glaube auch, die sind mit einem Streich abgestiegen. Die sind aber mit einem Streich in die zweite Liga gegangen, sind mit ihm wieder aufgestiegen und spielen jetzt in der ersten Liga auch wieder eigentlich gut und das mit Streich zusammen. Wen haben wir noch? Wir hatten in Frankfurt Lange Funkel, der wirklich lange Trainer war in Frankfurt und mit dem es wunderbar funktioniert. Ja, es war nicht internationales Geschäft, doch selbst mit Funkel haben wir es ins internationale Geschäft geschafft über die, über den Pokal. Aber meiner Meinung nach hat das mit Funkel wunderbar funktioniert. Klar, es ist mittlerweile was anderes, aber wir haben mittlerweile auch einen anderen Sportvorstand. Da würde ich zum Beispiel gerne sehen, wie ein Funkel mit einem aktuellen Sportvorstand zusammengearbeitet hätte und ob ein Funkel vielleicht tatsächlich dasselbe erreichen würde wie ein Kovac aktuell. Der hat ja zum Beispiel die Tage gesagt, dass ein Nagelsmann gar nicht so sehr unterschiedlich ist wie er. Und ja, wie gesagt, ich bin jemand, der Funkel durchaus schätzt und den ich gerne in Frankfurt als Trainer gesehen habe. Bin mittlerweile froh, dass wir auch, also mittlerweile freue ich mich über den Kovac. Ich fand auch einen Fee in seiner ersten Amtszeit gut, aber gut, ich schweife ab, ich schweife ab. Auf jeden Fall, das mal so meine Meinung zu Trainerentlassungen. Ich will jetzt, wobei wir können noch auf Ancelotti. Ancelotti, eigentlich meiner Meinung nach, ich bin da eigentlich zu weit weg, um da jetzt was Genaueres zu sagen. Und wenn man sich die Saison anguckt, ich meine, ich habe die Tabelle ja hier schon offen. 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 14 zu 5 Tore. Ist für mich jetzt erstmal keine schlechte Statistik, muss man einfach mal sagen. Ja, für Bayern-Niveau ist es vielleicht zu wenig. Und wenn man sich dann Dortmund anguckt, die halt einfach mal momentan schon 3 Punkte mehr haben und ein Torverhältnis von 19 zu 1, kann das einen Bayern nicht zufriedenstellen. Und wenn ich mir die Spiele angeguckt habe von Bayern, ich habe mir nicht alle angeguckt, sind da auch Spiele dabei gewesen. Jetzt gegen Wolfsburg habe ich nicht gesehen, aber ich meine, als Bayern verspielt man kein 2-0 mehr. Und die Niederlage gegen Hoffenheim war auch nicht unbedingt glorreich. Also das sind so Sachen, da kann man dann natürlich schon irgendwann sagen, ja, das passt nicht. Und gestern das Champions League-Spiel, also ich war über die Ausstellung verwundert. Prinzipiell finde ich, dass die Bayern gar nicht mal das schlechte Spiel gemacht haben. Also wenn man gesehen hat, wie sie nach dem 1-0 und nach dem 2-0 einfach drückend überlegen waren gegenüber Paris und einfach nur das Tor nicht gemacht haben, ist das natürlich was, wo man sagt, okay, ja, also nach vorne hin in Ordnung und wenn die Stürmer das Tor nicht treffen. Also das ist was, wo ich sagen muss, einfach, da hat der Trainer keinen Einfluss mehr drauf. Also wenn der Stürmer das Tor nicht trifft, dann kann einem der Trainer einfach nur leid tun. Da kann der Trainer einfach nichts mehr machen. Also da kann man noch so viel Torschüsse trainieren und das wird mit Sicherheit auch. Aber dann kann einfach irgendwann nichts mehr. Also da hat, das ist so eine Sache, wo der Trainer meiner Meinung nach keinen Einfluss mehr drauf hat. Wenn man sich dann allerdings anguckt, wie nach hinten gespielt worden ist, muss man natürlich sagen, das hat wieder was mit der Taktik zu tun. Und da musste er sich das am Ende gefallen lassen, dass das einfach schlecht war. Und das wird mit Sicherheit am Ende auch so, ja, der heiße Tropfen, nee, der Tropfen auf dem heißen, der heiße Tropfen auf dem kalten Stein, nee, der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen sein. Oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist, glaube ich, das richtige Sprichwort. Und ich bin jetzt zum Beispiel bei Bayern, bin ich gespannt, wer es wird. Es ging ja die ganze Zeit der Name Nagelsmann rum, aber der wird in der Saison nie kommen. Und dementsprechend wird man sich als Bayern jetzt überlegen müssen, okay, nehmen wir irgendwen anders jetzt oder machen wir die gesamte Saison mit einem Interimscoach, ob das jetzt Saniolo ist oder ein anderer, sei mal dahingestellt. Aber das ist mit Sicherheit, was die Bayern sich jetzt überlegen müssen. Vielleicht ist ja sogar zum Zeitpunkt, ja, wobei sie haben, wahrscheinlich wird das jetzt am Wochenende nicht entschieden, aber wer weiß, vielleicht haben sie auch zum Zeitpunkt, wenn jetzt das Video kommt, wenn der Fußballfreitag kommt, auch schon einen neuen Trainer. So, das meine Meinung zur
Trainerentlassung oder zu Trainerentlassung. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Was sagt ihr zur Entlassung von Ancelotti? Wie gesagt, die Meinung von Rage, also von unserem Kumpel, von dem ich den Satz vorgelesen habe, kenne ich. Aber gerne eure Meinung dazu. Und auch sonst, was haltet ihr von Trainerentlassung? Und naja, die meisten von euch sind ja Fußballfans und von einem bestimmten Verein. Was sagt ihr zur letzten Trainerentlassung bei eurem Verein? Fandet ihr das gut? Fandet ihr das schlecht? Hat das was gebracht? Kam dadurch merklich Erfolg? Oder sagt ihr, ja, das hat einfach gar nichts gebracht? Eine Trainerentlassung, die ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen konnte, war die auf Schalke. Nur um das jetzt nochmal, also die letzte hier, wo sie dann den Tedesco, also zwischen der Saison, war einfach was ich komplett nicht nachvollziehen konnte. Aber gut, sie sind momentan gar nicht mal so unerfolgreich, ja, wobei sie sind Siebter mit 9 Punkten, also so gut läuft es jetzt auch wieder nicht. Aber wie gesagt, einfach mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare. Und ja, dann gehen wir jetzt nochmal eben auf den Spieltag ein, den kommenden. Bundesliga-Fanumfrage. Nein, da möchte ich nicht dran teilnehmen. Super, super. Die war noch nicht offen, die Fanumfrage, als ich die Seite geöffnet hatte. Gut. Spieltag. Wir fangen den Freitag, also heute an, mit Schalke gegen Leverkusen. Leverkusen mit so einem kleinen Befreiungsschlag am letzten Spieltag. Schalke, hatte ich ja schon gesagt, auch so durchwachsen gestartet. Ich würde aber sagen, durch das Heimspiel sollte Schalke das gewinnen. Weiter machen wir mit Gladbach gegen Hannover. Hannover gut in Form, Gladbach weiterhin durchwachsen. Aufgrund der Tatsache, dass Gladbach zu Hause spielt, Gladbach übrigens mit der ganz, ganz harten Niederlage gegen Dortmund, da muss man sehen, wie die das verkraften können. glaube ich, dass Hannover das machen... Stopp. Ich ruder zurück. Unentschieden tippe ich da. Ich wollte Hannover auch gar nicht sagen. Eigentlich gehe ich da sogar eher ein bisschen Richtung Gladbach als Richtung Hannover. Aber ich denke, dass Hannover tatsächlich aktuell stark ist und deswegen das Ganze unentschieden enden müsste, könnte, sollte, dürfte. Wolfsburg gegen Mainz. Beides unglaublich schlecht gestartete Teams, muss ich sagen. Wobei prinzipiell 6 Punkte beide. Ja, schwierig, schwierig. Wolfsburg jetzt mit dem Unentschieden gegen München im Rücken könnte vielleicht so ein bisschen das Pegel Richtung Wolfsburg schlagen lassen, aber ich gehe auch hier nochmal mit dem Unentschieden. Frankfurt-Stuttgart. Frankfurt, die katastrophale erste Halbzeit gegen Red Bull. Die zweite Halbzeit konnte sich durchaus sehen lassen, muss ich sagen. Ich denke, dass man zu Hause gegen Stuttgart gewinnen muss. Als Frankfurt. Stuttgart vor allem diese Saison auswärts auch noch gar nichts geholt. Frankfurt zu Hause noch nichts geholt. Eine Serie reißt also auf jeden Fall. Also einer holt mindestens Punkte davon, vielleicht beide. Aber Spiel zu Hause gegen Stuttgart muss man an Frankfurter Stelle gewinnen. Deswegen für mich Sieg Frankfurt. So, Augsburg gegen Dortmund. Ja, Augsburg zwar Überraschungsmannschaft und gut gestartet, aber an Dortmund dürfte aktuell nichts vorbeikommen, auch wenn die natürlich irgendwann mal ihre erste Niederlage holen werden. Aber hier gehe ich ganz klar mit Dortmund. Kommen wir noch zu den... Ne, es sind noch 4 Spiele, ich wollte gerade sagen, zu den 3 Sonntagsspielen. Aber wir haben das Nordderby, Hamburg gegen Bremen. Beide Mannschaften müssen liefern. Bremen ganz schlecht, Hamburg auch seit den ersten 2 Siegen nichts mehr gerissen. Ich denke, beide werden relativ nervös sein, sodass ich auch hier nochmal mit einem Unentschieden gehen werde. So, jetzt kommen wir zu den 3 Sonntagsspielen. Sieht man eigentlich das unterste Spiel? Ja, sieht man. Jetzt kommen wir zu den 3 Sonntagsspielen. Freiburg gegen Hoffenheim. Ja, Freiburg durchaus auch nicht schlecht. Wobei, eigentlich sind sie beschissen in die Saison. Also ja, doch, Freiburg doch schlecht. Ja, für mich deutlich Hoffenheim. Berlin gegen München. Berlin eigentlich so gestartet, wie man es erwarten konnte, durchaus in Ordnung. Bayern haben wir heute schon drüber gesprochen. Ich denke tatsächlich aber, dass Bayern das machen wird. Ich denke tatsächlich, dass auch aufgrund der Trainerentlassung da so ein bisschen ein Ruck auch durch die Mannschaft gehen wird. Und deswegen denke ich, dass die Bayern das holen werden. Ob das dieser Ruck langfristig bei Bayern sein wird und ob sich das zeigen wird, wie spielerisch weitergeht, ja, werden wir sehen. Und, last but not least, Köln gegen Leipzig.
Leipzig mit keiner besonders guten zweiten Halbzeit gegen Frankfurt. Die erste Halbzeit haben sie Frankfurt ziemlich unter Druck gesetzt, aber meiner Meinung nach auch nicht so richtig zwingend, auch wenn sie am Ende gewonnen haben. Köln mit dem ersten Punkt am letzten Spieltag, aber am Ende des Tages sehe ich Red Bull da doch stärker, sodass ich sagen würde, ja, das sollte Red Bull machen. Das meine Tipps zum nächsten Spieltag, zum siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Und wie immer, Tipps zu den Spielen. Was heißt wie immer? Es kam bis jetzt noch keiner. Aber trotzdem, gerne Tipps zu den Spielen unten in die Kommentare. Eure Meinung zur Trainerentlassung natürlich auch unten rein. Ja, und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder. Da haben wir dann zwar spielfrei, also da ist keine Bundesliga, aber das wird uns nicht davon abhalten, einen weiteren Fußballfreitag zu bringen. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Vielleicht habt ihr ein langes Wochenende. Immerhin haben wir den 3. Oktober. Vielleicht habt ihr einen Brückentag. Und ja, dann hören wir uns spätestens zum nächsten Fußballfreitag wieder. Haut rein.